Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute ist wieder Donnerstag, das bedeutet Rockstar Games hat ein neues Fahrzeug hinzugefügt und zwar den Obey E-Wagen, also ein Elektrofahrzeug bzw. ein Elektro-SUV. Wie viel dieser SUV kostet, ob es sich lohnt, ihn zu kaufen, wie das Tuning ist und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Das Fahrzeug findet ihr auf der South St. Andreas Seite und kostet schlappe 1.720.000 GTA-Dollars. Also schon ziemlich viel. Aber gut, Leute, ich habe natürlich mal gekauft und wir schauen mal, wie das Tuning ist. Ja, also das Tuning ist mehr oder weniger sehr überschaubar. Man kann vorne die Stoßstange ändern, die hintere Stoßstange natürlich. Motorhaube kann man ändern, man kann Spoiler ändern. Und ja, das war's schon, Leute. Aber davon mal abgesehen, Leute, ist das Fahrzeug optisch trotzdem ein echter Hingucker. Vor allen Dingen die ersten beiden Designs hat mir sehr, sehr angetan, dass so ein bisschen Tarnmuster-mäßig ist. Also mir persönlich gefällt das mega, weil es auch praktischerweise mit meiner Crewfarbe matcht. Und deswegen finde ich das Design eigentlich schon sehr, sehr nice. Aber gut, Leute, ihr fragt euch natürlich, habe ich das Fahrzeug schon gemoddet? Und die Antwort ist natürlich, ja, klar habe ich das Fahrzeug schon gemoddet. Und falls ihr dieses Fahrzeug natürlich auch haben möchtet, Leute, dann kommt auf meinen Discord-Server und verpasst nicht den nächsten Giftcast to Friends-Stream. Aber generell, Leute, noch zum Fahrzeug. Ich habe das Fahrzeug natürlich mal ein bisschen, ja, ich sag's mal, getestet, rumgefahren, geschaut, wie das Fahrzeug so ist. Und Leute, ganz klar, das ist ein Elektroauto. Das bedeutet, Beschleunigung ist brutal. Aber Endgeschwindigkeit ist echt mau. Das bedeutet, falls ihr das Fahrzeug für irgendwie für Rennen oder sowas benutzen wollt, dann, Leute, ganz klar, nutzt das Fahrzeug nur für Rennen, wo es praktisch nur Kurven gibt, weil da wird er wahrscheinlich deutlich besser sein als irgendein anderer SUV. Aber sobald es lange Strecken gibt, ist er halt leider echt lahmarschig, muss man dazu sagen. Aber ansonsten, Leute, ich habe ja auch mal geschaut, ob Rockstar Games dran gedacht hat, beim Elektroauto auch keinen Motor hinzuzufügen. Denn manchmal passiert das ja, dass da Motor ist, ne? Aber nein, Leute, tatsächlich hat Rockstar Games hier dran gedacht, wenn man hier mal die Motorhaube aufmacht, dass da kein Motor drin ist, ne? Ist doch eigentlich mal eigentlich ziemlich gut durchdacht, ne? Also optisch kann man sagen, da ist vielleicht die Batterie drin, aber man kann es jetzt auch nicht sagen. Man sieht einfach nur schwarze Abdeckung und ja, das war's irgendwie. Aber egal, trotzdem ein nettes Feature, dass sie dran gedacht haben. Es gibt Elektrofahrzeuge in GTA Online, die haben tatsächlich einen Verbrennungsmotor, den man aber nicht benutzen kann. Also schade, ne? Aber egal, Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Elektro-SUV haltet, ob er euch gefällt, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Aber Leute, ich würde sagen, ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.